Staatsbeamter möchte jeder gerne sein. Staatsbeamter, schon der Titel schüchtert ein. Staatsbeamter bin auch ich als Resultat, denn wozu brauch ich sonst einen Staat? Staatsbeamte müssen heute nicht mehr studieren. Staatsbeamte müssen sich spezialisieren. Und auch ich merkte schnell, dass es so besser geht und nahm mir eine Spezialität. Aber welche? Ja, welche? Da werden Sie staunen. Ich verstehe nichts von Jus und Latein. Mathematik, die lass ich lieber sein. Doch ich krieche sehr gut und auch gern Marsch, 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 in den Arsch, in den Arsch, in den Arsch. Ein Minister wird sehr leicht nervös, aber bei mir bleibt keiner lange böse. Denn ich blick ihm ins Aug und er gleich, der ist Marsch und steckt schon tief im Arsch, tief im Arsch. Am Anfang fiel mir ja das Kriechen etwas schwer. Jetzt schaff ich 7 Arsch pro Tag und montags 15 oder mehr. Ja, man braucht schon ein bisschen Routine, um so wie ich von Arsch zu Arsch zu ziehen. Doch es war mir am Anfang meiner Laufbahn schon klar, dass ich Innenpolitiker war. Die heutige Jugend hat für meine Arbeit wenig Sinn. Die blicken an den Arsch an und studieren gleich Medizin. Beschäftigen sich mit Protokoll, mit Weißbuch, mit dem Marsch und streben gleich nach dem Stäuber oder sonst einem hohen Arsch. Doch es gibt ja nicht nur Ärsche hier im Ministerium, auch in Betrieben und Gewerkschaften stehen Hunderte herum. Ich lieb die Politiker, warum weiß jedes Kind? Weil die auf jeden Fall die größten Arschlöcher sind. Und durch die mache ich jetzt auch Karriere. Und auch im Ausland schätzt man mich schon sehr. Denn ich krieche auch gern einen fremden Monarch in den Arsch, in den Arsch, in den Arsch. Nehmen auch Sie meinen wohlgemeinten Rat. Wenn Sie Ihr Chef stört, schreiten Sie zur Tat. Riechen Sie zum Klang von einem schmissigen deutschen Marsch in